Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Elder Scrolls Skyrim. Wir probieren jetzt hier nochmal, extra nochmal schnell gespeichert. Genau, wir probieren jetzt hier nochmal im Severin-Anwesen belastende Beweise zu finden. Aber was für eine Überraschung. Wobei, wenn wir jetzt schnell den Zaubertrank der flüchtigen Unsichtbarkeit benutzen. Noch haben sie uns ja offensichtlich nicht gesehen. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Beweise irgendwo hier unten liegen. Da war vermutlich nichts. Wahrscheinlich irgendein belastender Brief oder sowas. Warte mal, ich speichere das mal ab, weil es schon mal eine sehr gute Ausgangsposition, weil wenn jetzt was schief geht, dann haben wir zumindest den Speicherspot wieder. Puh. Oder meine Haare sahen gerade so aus, als hätte ich so fast eine Glatze. Damn. Ja, okay, die scheinen immer noch oben zu sein. Ja, stehen. Ist alles schön und gut. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Nope. Was muss ich genau machen? Einfach nur Beweise finden. Finde Beweismittel. Ich habe jetzt schon alles durchsucht quasi. Ich hätte jetzt halt so typisch erwartet, dass irgendwo ein Brief liegt halt. An irgendjemanden adressiert, den wir wahrscheinlich nicht kennen, aber der hat für den anderen Typen dann entsprechende Beweise liefert. Aber offensichtlich... Oh, wobei, ist noch nicht ganz fertig. Achso, hier ist nur die Spieler und so. Oh, Leute, hier ist ein Eisenbahn. Dann liegt vielleicht eher doch oben der Beweis. Schluss mit dem Versteckspiel, Feigling. Ihr werdet nicht lange leiden, versprochen. Fuck. Zaubertrank der flüchtigen Unsichtbarkeit. Boah, das ist doch unmöglich, Alter. Hä? Achso, sobald man interagiert, hebt sich die Unsichtbarkeit auf. Das jetzt verstehe ich. Ach du Scheiße. Könnte ich theoretisch die Zeit auch verlangsamen? Hallo? Komm schon. Wer ist da? Ich weiß, dass ihr hier seid. Für das Haus Halas, ja, Planungen zunichte macht. Aber das heißt ja eigentlich schon, dass sie Dreck am Stecken haben. Ich check's nicht, was denn für Beweise? Es kann nicht sein, dass ich dafür zu blöd bin. Ich habe das ist jetzt eine die Opfergabe in Uhlengrad. Weil es nicht genug Beweise gibt, um sie eines Verbrechens zu bezichtigen, hat mich auch. Dort soll ich handfeste Beweise dafür auftreiben, die belegen, dass Teleso eine Attentäterin ist. Ja, Alter, hier sind keine verfickten Beweise. Hier ist einfach gar nichts. Nichts. Ich soll beweisen, dass sie eine Attentäterin ist. What the fuck? Wie soll ich das machen? Ja, die sind echt ein bisschen mad, habe ich das Gefühl. Nö. Andererseits hat der Typ auch gesagt, ich weiß ja, wie ich damit umgehen soll, wenn die mich töten wollen. Ich schätze mal, ich muss die töten, um es rauszufinden. Aber das scheint mir ehrlich gesagt die einzige logische Schlussfolgerung, weil die greifen mich ja instant an. Das heißt, ich kann eigentlich auch gar nichts machen, außer gegen die zu kämpfen. Mal gucken, ob die sterben. Ja. Ich bin noch nicht so weit.
Ich frage mich halt, was es bringt, rauszufinden, dass die eine Attentäterin ist, wenn sie tot sind. Ist, sind, whatever. Oh-oh. 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 Schlüssel zum Familientresor. Hey, wo soll der sein? Okay, wenn jetzt... Ah, Leute, den habe ich nicht... Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich wirklich nicht gesehen. Oh mein Gott, habe ich das jetzt überspeichert? No way. Ich Idiot, hab's überspeichert, Alter. Statt zu laden. So, jetzt direkt Zaubertrank der flüchtigen Unsichtbarkeit. Genau. Ich habe nicht gesehen, dass da ein Tresor steht. Der ist ja auch komplett scheiße. Ich meine, klar, es ist ein Tresor, aber auf den ersten Blick habe ich den einfach nur so als ja irgendwas halt identifiziert. Das ist nichts Wichtiges auf jeden Fall. Mein Fehler. So. Schloss knacken auf 99. In Sachen Uin. Gleich mal lesen. Werte Ratsherr Saidin, ich glaube, dass wir in wenigen Tagen bereit sein werden, unsere in der Aschenbrachen-Zitadelle verborgenen Truppen haben Tag und Nacht trainiert und sind bereit zuzuschlagen, soweit wir ihnen das Zeichen dafür geben. Da Hauptmann Velet durch die Angriffe der Aschenbrote abgelenkt ist, scheint der Zeitpunkt verweckt zu sein. Ich habe fast 10 Jahre gewartet, um mich an Leryl Morvain für den Tod meines Vorfahren zu rächen, und ich sehne den Moment herbei, in dem meine Klinge ihm die Kehle durchschneidet. Mit meinem nächsten Brief werde ich euch seinen Kopf in einem Sack schicken. Stellt ihn voller Stolz mit im Haus Lalu zur Schau, Bruder. Ich bin jetzt sichtbar, ne? Gibt es nicht auch einen Schrei, der unsichtbar macht? Nö. Hier nochmal abspeichern. Mehr unsichtbar, genau. Jetzt werden wir allerdings sichtbar, wenn wir das Haus verlassen. Aber es hat anscheinend funktioniert. Ja, das mit dem Tresor muss man natürlich wissen, ne? Das muss man natürlich wissen. So. War ja spannend, Kappa. Ach, wo ist denn der Typ jetzt schon wieder? Das gibt's ja nicht. Die Frage ist eher, warum ist die Quest nicht ausgewählt? So. Also habe ich gar nicht nach der armen Tante geguckt. Ach ne, die haben wir schon aufgesucht. Die haben wir schon aufgesucht. Habt ihr auf dem Severin-Anwesen Beweise gefunden? Ich habe Beweise für die Schuld des Severins gefunden. Dann haben wir sie endlich. Jetzt müssen wir sie nur noch schnappen und ihre gerechten Strafe zuführen. Sie werden wohl kaum einfach so aufgeben. Gut. Ich werde 2 der besten Mitglieder der Redoran-Wache auf sie ansetzen. Helft ihnen auf jede nur erdenkliche Weise. Mache mich sofort auf den Weg. Das würde ich euch raten. Von diesen Verrätern darf keiner entkommen. Wer ist heute im Danke, du Arschloch? Ich arbeite nicht mal für dich. In der Mine gibt es viel zu tun, wenn ihr nach Arbeit sucht. Ihr habt Rabenfels vom Verderben bewahrt. Triff dich mit der Redoran-Wache. Das heißt ein Epic Battle. Das ist auch so geil. Wir kämpfen jetzt gleich gegen eine ganze Menge Truppen, haben sie in dem Brief geschrieben. Also quasi auf jeden Fall mehr als 10 wahrscheinlich. Und er schickt mir 2 Leute zur Verstärkung. Wow. Was machen wir denn jetzt, wenn eine 50 Mann starke Truppe ist? So. Die sehen irgendwie tot aus. Jupp, die Redoran-Wachen sehen tot aus. Also die haben ja nicht besonders viel Leben. Was ist zum Teufel? Die
Die Rüstungen von denen sehen cool aus. Ah, das sind die gleichen wie auch dieser Typ in der... Ah ja, okay. So sehen also die besten Männer aus. Mhm. Tot. So, das sind natürlich nicht hergeschickt, das war mir schon klar. Nein, Spaß, aber ist ja nicht besonders vielsagend. Vor allem haben die anscheinend keinen einzigen von den Gegnern getötet. Was schon belastend ist. Kann man echt zu dem Vulkan hin? Nicht, oder? Nee. Was ist hier hinter Temetrin? Nee, nee. Das wäre echt mal interessant eigentlich. Könnte man fast mal probieren, darüber zu schwimmen. Das wäre eigentlich echt cool gewesen, wenn sie das möglich gemacht hätten. Dass man wie bei Indiana Jones so Gänge im Vulkanberg hat, dass man so bis zur Lava laufen kann und so ein Scheiß. Irgendwie ist mit dem Schleichschaden, Doppelschaden, das funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Habe ich noch kein einziges Mal geschafft. Seit ich wieder drauf geachtet habe. Früher habe ich das halt oft geschafft. Aber jetzt irgendwie gar nicht mehr. Und warum hält der jetzt plötzlich so viel aus als mehr, so viel mehr aus als die anderen? Ah, ich habe ihn halt volle Kanne getroffen. Naja. Wisst ihr, das eigentlich echt unlogisch ist? Wie können Zwerge und Menschen die gleichen Stiefel tragen? Aber ich denke mal, da geht es mehr darum, dass die aus dem Zwergenmaterial gemacht sind und nicht, dass es wirklich Zwergenstiefel sind. Wollte ich nur mal angemerkt haben. So. Also ich muss jetzt die ganzen Truppen ausschalten, sollen das jetzt die Pfeile bedeuten? Ich wusste, da seid ihr ja. Damn, richtig nice Bewegung, Ende vorn. Eingefroren. So. Ey, ich bin manchmal so schlecht. Hä? What the fuck? Ey, das ist echt random. Das gibt's nur in Skyrim. Das ist zweimal genau der gleiche Gegner mit genau der gleichen Ausrüstung. Selbst wenn er eine andere Waffe hat. Der eine hält zwei Schüsse aus und der andere keinen. Weitere. Also der andere ist mit drei Schüssen tot und der andere hält einfach 6, 7, 8 aus. Also sie sind genau die gleichen. Es ist nicht stärker. Keine bessere Ausrüstung. Es ist genau die gleiche Person. Also das muss mir echt mal jemand erklären. Das werde ich niemals verstehen. Das ist wie bei den Suchern. Die sind auch manchmal. Manchmal sind die mit 5 Schuss tot, manchmal brauchen sie 50. Okay. Scheint jetzt nichts weiter zu sein. Was das war? Dein Todesurteil. Ihr habt mich jetzt sauer gemacht. Ach so, Leute, hier ist... Hey, hier geht's gar nicht weiter? Wie... Alter, ich will den Seenstein da kriegen. Dankeschön. Wie komme ich denn da durch? Oh, hier, hab's gefunden. Ach so, hier ist er. Hä, haben wir die nicht gerade getötet, die Miri Severin? War die nicht in dem Anwesen? Hieß die nicht genauso? Weil das ist einfach One-Hit gewesen. Mhm. Ja, warum trage ich denn schon wieder zu viel? Das kann doch gar nicht wahr sein. So. Den kann man weghauen. Sorry, Bro, du musst jetzt leider sterben. Das ist wieder so. Schaut euch das an, wie viel der jetzt einfach aushält. Gut, jetzt werde ich daneben gehauen.
Aber trotzdem, der jetzt sogar aufgeladene Schläger aus, der andere vorher war One-Hit. Sicherlich, ich meine, ich kenne die Effekte unserer Waffe und die Skills, die wir geskillt haben, nicht alle auswendig, das ist mir klar. Ja, wahrscheinlich gibt es da auch irgendwie noch hier mit Lucky Hit und so ein Scheiß. Dass wir mehr oder weniger Schaden machen, aber ich finde es halt übertrieben. Also ich meine, zwischen Born-Hit und überlebt zwei aufgeladene Schläge, das sind halt Welten. Also wirklich, Welten. Heilige Scheiße. Hier wollte jemand das Ganze gut absichern. Oh. Wait a minute. Hier gibt's nix. Dann hier gibt's eine Kette. Ah ja, okay. What? Aha, und hier gibt's dann noch eine Kette, aber die macht es nicht auf, das Tor hier. Es muss noch eine geben. Die hier würde ja keinen Sinn ergeben, dass er das wieder zu. Vielleicht die? Würde aber irgendwie auch keinen Sinn ergeben. Hier ist noch eine. Hä? Die macht das hier auf und zu. Das ist doch wirklich, ey. Was soll ich denn jetzt machen? Hier gibt es eine Kette. Ach, hier gibt es zwei Ketten. Ach so, für beide Dinger wahrscheinlich. Ja eben, für kreuz und quer. Das heißt, die Ketten sind auf jeden Fall für hier hinten zuständig. Das heißt, ich kann erst ab hier anfangen zu suchen. Denn hier gibt es nirgendwo keine. Die hier macht hier nur auf und zu. Genau, also die muss ich ja quasi betätigen. Eine weitere Kette gibt's hier. Die war echt scheiße gelegen. Die wussten genau, dass ich hier bin. Der hat sich einfach zum Chillen hingehockt. Okay, ich habe gerade meinen Schrei benutzt, aber gut. Scheiße, jetzt müssen wir alles nochmal machen. Ich habe meinen Schrei einfach benutzt, das passiert einfach wieder nichts. Ne? Das ist halt. Da kann man nichts machen, ne? Ich habe ja nur meinen Schrei benutzt. Ist ja quasi so viel, als würde ich einen Haufen Scheiße benutzen. Naja. Das ist. Naja. Ich reg mich jetzt eigentlich jede Folge noch über das Spiel auf. Da fragt man sich auch langsam, warum spielst du es denn überhaupt? Naja, aber hier, also es sind manchmal Sachen, die gehen mir so auf den Sack, das ist nicht normal. Verreck doch, du Pisser, Alter. Ich find's so scheiße. Er macht sogar und nichts passiert. Und ja, man kann Schreie unterbrechen. Ich sag's immer wieder, ja, man kann Schreie unterbrechen. Aber bei den Gegnern funktioniert das auch fast nie. Und außerdem kann man Schreien nur dann unterbrechen, wenn man, wenn man einen mächtigen Schlag abbekommt, was ich nicht abbekommen habe. Ich habe einfach nur einen ganz normalen Hit abbekommen. Außer ich habe von hinten vielleicht noch einen abbekommen. Aber, nope.
Nopey Nopester. Richtig belastende Sache. So. Vor allem, was sind das für Assassinen, die so viel Fallen legen? Kappa. Okay, das heißt, es gibt jetzt hier... Ja. Das Problem ist halt, wenn man immer nur so in den Raum rein und raus geht, sieht man die Kette halt wirklich nicht. Da kann man halt nichts machen. So, jetzt. Dankeschön. Und tot. Tot und tot. Oh, nein, meint doch nicht, der hält ganz schön viel aus. Damn, der hat ein griesgrämiges Gesicht. Ah, der hat den Schaden gemacht. Das habe ich sofort gesehen. Der hat zwei Dolche. Der hat den Schaden gemacht. Oder auch nicht. Hat mir jetzt gerade der mit dem Bogen so viel Schaden gemacht? Oder ist da noch einer? Irgendeiner hat mir gerade mit einem Hit so übelst den Damage gemacht. So. Na ja, gut. Tintenfass, Papierrolle, bla 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 bla. Brauchen wir alles nicht. Zwergenpfeil. Ich muss echt mal Sachen einlagern. Ich habe halt nie Platz für irgendwas. Naja. Und das war's. Das war ja echt langweilig. Wow. What the fuck ist das für ein Texturbug? Okay, aus dem Wasser sollte man wahrscheinlich schnell rausgehen. Na gut. Hatten die noch irgendwas bei sich? Bla 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 bla. Wenn die Ulens Totenstöße... Ah, war ja klar. Oh, Stahlriemen ist einfach 200 each wert. Na gut, kann man hier ein bisschen was wegschmeißen. Hat zwar kaum Gewicht und einfach nur übelst viel Wert, aber egal. Ja, aber ein Thronschlüssel. Wofür braucht man hier einen Thronschlüssel? Ich habe doch alles durchsucht und hier waren keine Truhen mehr. Achso, doch diese eine Expertentruhe, die haben wir jetzt, glaube ich, nicht aufgeschlossen, ne, weil ich jetzt nichts mehr durchsucht habe, groß. Naja, egal. Ehrlich gesagt, ich will hier nur noch raus. Der Ort gibt mir schlechte Erinnerungen. An die Tatsache, dass ich gerade eben gestorben bin. Aber waren das nochmal mit der Truhe? Oder habe ich die aufgeschlossen? Ne, habe ich nicht. Hä? Bilde ich mir das jetzt ein? Ach, wisst ihr was? Juckt doch nicht. Ach so, ne, das war hier, ne? Hier war die Truhe. Ah ja, tatsächlich. Jetzt konnte man sie einfach aufmachen. Oder war das die? Ach, egal. Wir haben die Quest abgeschlossen. Das ist alles, was jetzt zählt. Das ist alles, was jetzt zählt. Dü, 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 dü. War wieder eine schwere Geburt, ey. Tut mir auch echt leid, immer sowas, aber ganz ehrlich, in dem Fall muss ich jetzt einfach wieder sagen, das ist halt lächerlich. Es ist einfach lächerlich. Schrei nicht ausgeführt. Du gehst einfach davon aus, ja, du hast ja gerade einen Schrei gemacht. Also kannst du quasi chillen. Passiert nichts, stirbst. Und dann ist es halt dann auch unlucky, dass du nicht gespeichert hast. Naja, passiert. Kann ich euch helfen? Nee. Und? Was ist passiert? Es steht keine Bedrohung mehr da. Dann ist es endlich vorbei. Yes. Was ist mit der Redoran-Wache, die ich euch zur Seite gestellt hatte? Ermordet von den Morakton. Verdammt. Ich hatte gehofft, unsere Leute mit ihrer Entsendung zu schützen, aber nicht erwartet, Verluste hinnehmen zu müssen. Dass Wendil so tief sinken und diese Mistkerle anheuern würde. Er schickt zwei. Ich bin froh, dass er sie erledigt hat. Ich habe getan, was getan werden musste. Einfach wunderbar. Razar Morwein wird hoch erfreut sein, wenn er das hört. Er sitzt neben uns. Oh, was? Ich werde euch zum Ratsherrn bringen, damit ihr persönlich mit ihm sprechen könnt. Alter, er sitzt direkt neben dir. Razar Morwein, ich habe wunderbare Neuigkeiten. Adriel, ich habe euch schon seit langem nicht mehr so lächeln sehen. Dieser Besucher hat eigenhändig eine Gefahr gebannt, die euer Leben hätte beenden können.
Bendil, Tilisu und Miri Severin haben uns etwas vorgespielt. Ich fürchte, dass sie in Wahrheit hier waren, um Vilor Ulens Tod zu rächen. Bendil? Aber er hat doch so viel für Rabenfels getan. Wie ist das nur möglich? Ratsherr, sie taten es nur, um unser Vertrauen zu gewinnen. Sie haben uns alle getäuscht. Ich hätte wachsamer sein müssen. Entschuldigt. Sagt es nicht. Es ist nicht eure Schuld, alter Freund. Und ihr tretet vor. Was ihr für mich getan habt, für ganz Rabenfels, das übertrifft alles, was ich jemals von einem Besucher unserer Stadt erwartet hätte. Dafür bin ich euch zutiefstem dankbar. Das werde ich tarnen wahrscheinlich. Vielen Dank, Ratsherr. Nun, Adril wollte euch für eure Leistungen sicher angemessen belohnen. Da ein bisschen Geld mir kaum angemessen erscheint, habe ich mich für etwas Gewichtigeres entschieden. Oh. Da die Severin oder wer auch immer sie waren, sich als Verbrecher entpuppt haben, ich krieg das Anwesen. Ist ihr Besitz nun konfisziert. Kraft meines Amtes als Ratsherr übertrage ich euch hiermit das Severin-Anwesen samt all seinen Besitztümern. Das dachte ich mir schon. Das Bürgerrecht dieses Ortes verdient. Es wäre schön, wenn ihr ein Teil unserer Gemeinschaft werden könntet. Wisst ihr, warum ich es mir dachte? Einfach aus dem einfachen Grund, dass da drin eine Schmiede ist, ein Verzauberer, Alchemielabor, der ganze Müll, der immer in den eigenen Häusern steht. Ja. Erfolg, wo ich stets versagt. Seid ihr mit Ratsherrn Morwein befreundet? Ich kenne den Ratsherrn schon seit unserer Jugend. Wir haben uns gemeinsam im Haus Redoran hochgedient. Als in Schwarzlicht bekannt wurde, dass der Vater des Ratsherrn gestorben sei, wurde ich gebeten, als sein Stellvertreter mit ihm nach Rabenfels zu segeln. Ich musste dazu auf bessere Chancen daheim verzichten, aber ich wollte ihn nicht alleine lassen. Mein Mann ist zweiter Ratsherr. Ihr müsst ihm ziemlich viel schulden. Wir haben in einigen Schlachten Seite an Seite gekämpft und einander mehr als einmal das Leben gerettet. Unsere Verbundenheit ist unsere Stärke. Wir waren stets an der Seite des anderen und nichts wird daran etwas ändern. Gay. Dank eurer Entdeckung sind die Minen geöffnet. Wie läuft es, seitdem die Mine wieder in Betrieb ist? Dank der wiedereröffneten Mine ist Rabenfels nun wieder eine bedeutende Kolonie der Dunmer. Da wir nun von größerer Bedeutung sind, konnte ich meine Vorgesetzten im Haus Redoran endlich überzeugen, mir die so lange verweigerten Mittel zur Verfügung zu stellen. Bald wird man uns beständig genug mit Arbeitern und Material versorgen, um den Betrieb noch viele Jahre aufrechterhalten zu können. Na dann, passt ja alles. Happy End. Also für die ganzen Leute, die ich ermordet habe. Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Aber an eurer Stelle würde ich innerhalb des Bollwerks bleiben. Alright. Ja gut, dann würde ich erstmal sagen, war's das an dieser Stelle. Ich bin fürs Zusehen. Macht's gut, haut's rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.